Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ranch Simulator. Heute mal als Folge, da am Wochenende so viel los war. Aber ihr habt wieder eine Runde Action mit der guten Ali und mit mir. Hallo. Und wir schnappen uns als erstes erstmal Holz, denn wir müssen ja noch ein bisschen hier an unserem, an der anstehenden großen neuen Farmgebäude weitermachen. Du kannst ja mal hier die Außenbereiche bauen, während ich den Leuten mal zeige, was wir schon so vorhaben. Denn das hier seht ihr ja, das hier wird unsere Küche. Und sieht das nicht voll küchig aus? Ich finde, das sieht voll küchig. Ich finde, das sieht. Das ist ein Wort. Das heißt, dass es sehr aussieht wie eine Küche. Und ich habe jetzt hier mal unser Licht schon mal angemacht drin. Denn die Küche wird voll toll werden. Mach mal bitte nicht die Außenwand voll, weil da laufen wir durch noch. Wenn jetzt nur. Also mach mal, bau mal Küche. Wie, erst sagst du mir, ich soll außen und dann. Ja, erstmal red nicht so komisch. Zweitens habe ich das nur gesagt, damit du nicht direkt in die Küche reingerannt kommst. Ich finde die Küche nicht mehr. Hä? Das hier halt? Wie, ich finde die Küche nicht mehr? So, hier, Hepp. Aber ich sehe die nicht. Hepp. Mach mal die Tische. Hä, wie viel Holz hattest du denn nur mit anderen noch drei gefehlt? Ja, Mann, ich hab halt schon Dings. Ah, okay. Gut. Der Plan nämlich für heute ist, wir bauen erstmal mit dem Holz, was wir hier haben, bauen wir ein bisschen an der Küche weiter und danach müssen wir mal das große, große Schweineproblem irgendwie ein bisschen lösen, denn wir haben ja überall Schweine und die sind auch noch alle tot und ich. Ach, es ist ein absolutes Schweinedrama. Oh, ich schlacht die alle ab. Ja, hast du ja schon gemacht, deswegen haben wir ja so wenig. Ja, wir haben angefangen, aber. Okay, du kannst ja mal hier die Sachen reinpacken und ich hole schon mal ganz kurz, denn das hier wird nämlich unser neues Schlachtatorium. Deswegen haben wir nämlich überlegt, dass wir da die Wurstmaschine darüber bringen. Da brauchen wir einmal, brauchen wir nämlich die Wurstmaschine. Die hole ich mal kurz. Oh, es wird auch gerade schon dunkel. Immer noch nicht diese Quests abgeschlossen. Ja, ich weiß, müssen wir mal machen. So. Einmal die Wurstmaschine. Und dann ist es sogar jetzt praktisch. Weißt du, was nämlich super praktisch ist? Eine Sache haben wir nämlich niemals für sinnvoll erachtet, aber jetzt ist sie sinnvoll. Denn wir haben ja die ganze Zeit immer gesagt, dass es super unnütz ist, einen Gaskocher so zu haben. Und jetzt macht es Sinn, denn jetzt können wir den Gaskocher ja gebrauchen, weil jetzt brauchen wir ja einen Herd hier. So. So, jetzt hole ich mal noch unseren Gaskocher. Ich glaube, der stand nämlich in dieser Scheunendings. Wir können jetzt gleich mal schlafen gehen, kurz. Danach müssen wir irgendwie das Schweinemassaker entfernen. Ach, hier liegt auch noch voll viel Holz. In der Küche, oh nee. Nicht in der Küche. Vergiss es, falsches Haus. Ja. So, aber guck mal, unsere Küche hat schon Licht, siehst du? Ja. Unsere Küche, ich finde, das sieht sehr wohnlich warm aus. So, okay. Guck mal, wir haben jetzt hier schon eine richtig schöne Küche eingerichtet, finde ich. Wo bist du denn? Ich komme mit Holz hier, Holz. Okay, dann kommen wir jetzt danach mal mit und wir gehen jetzt erstmal kurz schlafen, denn dieses Schweinefleischmassaker müssen wir echt. Oh Gott, das will ich nicht. Oh nein! Oh Gott, das gucken wir uns morgen an. Das sieht nämlich. Oh. Alle Zuschauer da draußen, ihr werdet das gleich erleben. Oh je, Mini. Was hätte ich eine Flöte in der Hand? Was habe ich da in der Hand? Was habe ich? Nee, ich habe eine Flöte. Ach, das ist dein Reißverschluss. Ach so. Oder deine Jacke oder so. Ja, stimmt. Ja, aber warte mal, müssen wir. Ja, wir waren zu früh schlafen. Hä? Stimmt, ja. Noch 10 Minuten. Ja, das Licht hier ist echt schlimm. Wie wird das Licht hier geht. Ach, da oben, ah! Schlafen. Hallo, ich will nicht mit Licht. Pepper, was ist denn mit dir? So, okay. Also. Erstmal schnappen wir uns nochmal kurz hier einen Stapel Holz. Holz.
So. Und dann gucken wir nämlich mal, was wir schon, nämlich schon Wunderbares gebaut. Hier liegen jetzt überall die Schweine rum. Es ist nicht unsere Schuld, Peter. Bitte verurteilt uns nicht. Ja. Was? Guck mal, sieht das nicht schon richtig gut aus? Wie so eine richtig coole Scheune hier? Nicht Scheune, Okay, unsere Küche ist eine Scheune. 18 Metall. Wir müssen irgendwann mal gucken, ob wir noch ein paar Fenster reinbauen dann. Aber egal, das machen wir wann anders. Wir müssen jetzt uns irgendwie um diese Schweineproblematik kümmern. Weiß immer noch nicht wie, aber waren da die toten Schweine schon essen? Scheiße. Das sieht richtig schlimm aus. Könnte das Video jetzt wegen Tierquälerei und sowas gesperrt werden? Steig schnell ein. Oh Gott, ich sehe die toten Schweine hinter. Oh Gottes Willen, das fällt aus dem Hänger raus. Oh nein. Moment, warte mal kurz. Das ist einfach rausgeklitscht. Da zappelt irgendwie noch eins drin. Der Hintern. Oh nein. Was ist denn mit dem Hintern nicht richtig? Egal, komm, wir müssen die loswerden schnell. Das hat keiner gesehen. Nee. Ich gehe jetzt wieder Fahrkünste bei Fabi. Das kann ja nichts werden. Hallo, das hat dann auch noch mit so einem riesen Auto. Oh Gott. Hallo, ich war extra in Ego-Perspektive für das volle Feeling. Wo ist denn der Metzger nochmal? Ach, hier ist doch hier direkt. Fabi! Was denn? Fabi! Hä, was ist denn los? Was ist passiert denn? Hier ist irgendein Schwein durch die Luft geflogen. Was? Es ist aus dem Hänger rausgeflogen. Es ist rumgewirbelt. Ich hatte gerade Trinken im Mund und habe meine ganze Tastatur vollgespuckt. Scheiße. Ich kann nicht mehr, als ich das gesehen habe. Ach Mann. Alter. Ich glaube, wir haben keine Schweine mehr im Transporter. Meinst du? Doch, da liegt noch was. Oh. Entschuldigung, wir möchten ihm was verkaufen. Es zappelt. Es hat Zuckungen. Warte mal kurz, es ist... Nein, es ist immer noch da. Man kann das nicht so verkaufen. Wir müssen das aus dem Hänger rauspacken. Glaub ich. Ah, da stand ich. Du kannst es mal kurz schreddern, vielleicht geht's dann. Ist geschreddert. Okay, ich guck mal gerade, ob es vielleicht geschreddert verkauft werden kann. Ja. Ah. Oh, 510. Ich glaube, das Schwein war teurer. Aber gut. Nein, ich will nicht fahren. Wieso geht denn der Motor nicht an? Achso. Weil ich nur nicht auf dem Fahrerding sitze. Warum sitzt ihr denn nicht auf dem Fahrerding? Oh Scheiße, ich bin ausgestiegen. Mal gucken, fahr mal denselben Weg zurück und gucken, ob das Schwein da irgendwo liegt, was rausgeflogen ist. Also, wir müssen definitiv ein paar Schweine einlagern. Das geht gar nicht. Wo ist denn hier ein Schwein rausgeflogen? Aber wir sind mit drei losgefahren und irgendwie sind wir jetzt nur noch mit einem Schwein angekommen. Also irgendwie ist es plötzlich durch die Luft gewirbelt hier an der Seite vom Auto die ganze Zeit. Verdammt. Ich glaube, es ist weggeflogen oder so. Gut. Okay. Ah! Oh, da sind sie ja. Ja, scheiße. Okay. Okay. Oh mein Gott. Das hat keiner gesehen. Wir müssen das entsorgen und da reinpacken ins Auto kommen. Oh je, Mini, ey. Schon alleine, wie viele Stücken das bei jedem einzelnen Schwein immer sind. Wir könnten... Oh, ich habe voll die Mega-Idee.
Meinst du, wir können die Schweine noch einlagern, zusätzlich zu den Stückchen? Dass wir ein Schwein reinladen können und dann. Boah, ich hol mal eins. Lade mal. Oh, da haben wir noch. Hier haben wir noch überall tote Schweine. Wir kümmern. Bei den Hühnern auch. Oh nein, die sind. Was? Sag mir jetzt nicht, dass die alle tot sind. Du Scheiße. Nein. Ach du Scheiße. Die haben auch kein Futter und kein Trinken mehr. Und die sind alle tot, die Großen. Die sind. Ja, egal. Oh, naja, nicht so egal, weil jetzt müssen wir die alle einzeln im Transporter stecken. Die sind alle tot? Ja, weil die an ihrer eigenen Scheiße verreckt sind. Ey, da baut man ein paar Stunden lang an seinem Haus. Junge, das sieht richtig brutal aus, wie dieses Schwein hier mit dem offenen Mund und so da liegt. Alter. Wir müssen sie alle. Wir müssen den Weg frei machen. Oh Gott. Alter. Aber wenigstens sind die Kleinen noch da, dann können wir die behalten. Wir müssten aber vielleicht mal Futter und Trinken und ja, so. Ja, ja, mache ich gleich. Selbst die Mittelgroßen sind tot. Nicht alle. Ein paar wenige leben noch. Oh Gottes Willen. Aber ich glaube, selbst das sind so viele. Hier draußen laufen schon allein. Oh, die haben alle keinen. Ja, ich sehe es auch gerade, die haben alle echt Hunger. Ja, gib immer schnell was. Ja. Alter, die ganze Schweinestalle ist voll mit Fleisch. Guck mal, ob Futter drin ist. Ja, Futter ist drin, jetzt fehlt noch Wasser. Okay, Wasser mache ich kurz. Alter, aber ein paar Kleine müssen auch weg, das sind trotzdem noch viel zu viele. Haben die jetzt Wasser? Ja. Okay, sehr gut. Warte mal, ich pack mal ein paar Kleine auch weg, die können hier nicht bleiben. Wo willst du die denn hinpacken? Lass sie doch erstmal da drin. Erschießen! Nee, dann verkauf mir die lieber. Bring die lieber eins her und bring es in den LKW. Ja, warte. Bring ich die denn jetzt hier? Rauszukriegen, wird lustig. Ja, das wird vor allem lustig, dieses Fleisch dann. Also, das wird ja. Aber wir haben doch Klein ging das letzte Mal nicht rein oder versuch du den mal reinzupacken, weil ich bin ja auch zu dämlich. Das letzte Mal ging das nicht rein. Ach Mann. Dann lager du noch ein bisschen Schwein ein. Wenn es denn jetzt überhaupt reingeht mit dem ganzen Zeug hier drin. Nee, scheint nicht reinzugehen. Oh Gott, das wird Jahre dauern, ehe wir das alles weggebracht haben. Ja, ich merke schon auch. Hier, willst du es jetzt noch erschießen, das Kleine? Ja, bitte. Ich guck weg. Weißt du, eigentlich solltest du das machen. Du bist der Mann. Was bist denn du für eine... Ich wollte es nicht... ich hab's gesehen. Ich wollte es nicht erschießen. Blöder, die Blut. Bluten die Großen auch, wenn man die erschießt? Das ist mir noch nie aufgefallen. Dieser Spruch, ey, bluten die Großen auch, wenn man sie erschießt? Ja, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da einfach Blut liegt. Hä? For real nicht. Hier passt nichts. Und warum kann man das nicht stapeln? Kann man eigentlich schon, aber es ist ein bisschen schwierig gerade irgendwie. Aber bei meinen Legs kriegt das sowieso nicht hin. Ey, passt nichts mehr rein. Ich komme auch nicht in diese Scheiß Transporter. Oh, es passt nicht mehr rein. Nicht, dass ich auch einfach fallen muss. Ja, doch theoretisch. Können wir machen den. Das machen wir noch voll machen. Da noch genügend Platz auch für das Fleisch. So.
Okay, letztes Fleisch. So. Ah, dann machen Sie einmal bitte die Tür zu. Haben Sie alles zugemacht, ja? Haben Sie die Klappe zugemacht hinten, Miss Ali? Ja, hab ich. Oi. In der Ego-Perspektive fahren ist immer wild. Ich hatte gerade Besuch, es wurde sich darüber beschwert, wie du fährst. Ich musste mich kurz stummen, sorry. Unfassbar, ich habe. Da fliegt schon wieder ein Fleischstück rum. Das fliegt einfach vor dem Laster. Siehst du das nicht? Nein. Hä? Warum sehe immer nur ich das? Ich sehe kein. Oh! Ah, jetzt können wir es verkaufen. Ist... So. Ja. Was ist das jetzt? Oh. Liegt immer noch was drin. Ja, aber das liegt zu weit drüben. Komm, dann laden wir das kurz aus. Ah, guck mal, da war auch ordentlich Geld für bekommen, ne? Ja. Oh Gott, denk mal, wenn wir das alles verkaufen, was im Schweinstall liegt. Das ist schon krass, ja. Uff. So, warte, noch eins ist da, ja. Alles weg? Ja. Alles weg. Okay. Hey, da liegen irgendwie noch 6, da werden mir noch 6 angezeigt, aber komisch, okay. Gut. Dann haben wir doch ordentlich was geschafft. Wir haben unsere wunderschön aussehen. Oh, wir brauchen bald mal wieder Benzin. Unsere wunderschön aussehende Küche nimmt jetzt schon Form an. Ja, der Schweinestall eher weniger. Ja, ich würde es jetzt mal nennen, die Fleischfarm. Wo wohnen wir denn? Die armen Schweinchen, die da drauf rumlaufen müssen. Wo wohnen wir eigentlich? Moment. Oh, wir sind falsch gefahren. Euch lieb. Ja, ich bin falsch gefahren. Mensch. Ja, ich fahre in der Ego-Perspektive. Och Gott, ja. Und da sagst du mir, ich fahre mit Scheiben. Ego-Perspektive sage ich dann dazu. Ach, ja, ich geh raus aus der Scheibe. Das ist ja hinter uns. Gut, dass es keinen Fahrzeugschaden gibt. Ich finde aber auch, dass ich das einigermaßen besser fährt in Ego-Perspektive als sonst. Mit anderen Fahrzeugen, weil man halt hier bei dem Wagen wenig sieht. Sagte er und fuhr gegen den Baum und kippte den Wagen um. Ha! Das habe ich gemacht. Ja. Wir sind über... Ja, nice. Oh. So. Wunderbar. Wir haben fast kein Fleisch. Genau, Fabi. Ja. Haben wir ganz und gar nicht. Wir suchen freiwillige Farmarbeiter, die sich darauf spezialisiert haben, Fleisch zu ernten. Oh Gottes Willen. Ja, wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich sag danke fürs Zuschauen. Oh, ein totes Schwein. Oh doch Gott, wir haben überall tote Schweine. Und das ist unsere wunderschöne Küche, in der hier unser Fleisch danach verarbeitet wird. Wenn wir Bock haben, es zu verarbeiten. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Between